Okay, und weiter geht's mit God of War. Boom. So, hep, einmal Kette runter. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Hacksilber wahrscheinlich. Yep. Sehe ich hier irgendwas? Ne, eher nicht. Gut. Einmal runter. War ich zu grob wegen ihres Großvaters? Ihr solltet die Wahrheit wissen, oder? Ja, schätze ich auch. Hey, sprichst du mit mir? Nein. Ich spreche mit Ingrid. Aha. Tja, ich warte. Mach das. Ich öffne derzeit meine Truhe. Mal sehen. Von wo aus kann ich die Kiste besser sehen? Es werden 3 Spektralwölfe herbeigerufen. So, Moment. Geschafft! Ich sollte zurück. Irre. Sind den Knaller. Huhuhu, Hallöchen. Was ist denn los? Geht's dir gut? Ich schaff's schon. Sehr gut, Loki. Mach sie Platz. Oh. So, Moment. Werden wir mal kurz zum Wolf. Ja, wie zeigt denn aus? Aua! Autschen. Au! Hör auf damit! Ah, shit, ja, konnte ich nicht ausweichen. So. Ist jetzt Schluss. Jetzt aber hier hoch. Gut, der Weg. Hallo, ist frei. Da bin ich. Los geht's. Wow, die Maske dreht durch. Wir sind fast da. Echt? Tut sie das? Wenn er das sagt? Hey. So, wir haben Hacksilber. Nice. Nice, nice, nice. Oh Gott, hier ist doch schon wieder... Was war das? Guck mich nicht an. Du warst doch schon mal hier. Ist vermutlich nichts. Klingt aber nicht nach nichts. Oh Gott, ist das... Oh. Fenrir oder... Nee, wer ist in Helheim? Helheim? Yep. Wir müssen hier weg. Aber die Maske. Oh. Wir sind so nah dran. Ich glaube, der ist nicht gefährlich. Sehen wir hier gerade dasselbe? Vielleicht ist er aus gutem Grund angekettet. Benipa Helia Anlegestelle. Er ist so ein Riesending. Er will einfach nur frei sein. Das Teil muss hinter ihm sein. Vertrau mir. Gut. Zuerst das Schloss, das nicht in der Nähe der Zähne ist. Okay. Na also, schläf tief und fest. Auf zum nächsten. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Weiß ich wirklich nicht. Hallo, Riesenfifi. Du mir nicht. Alter, hast du Krallen. Du musst mal dringend zur Maniküre. Und jetzt Nummer 2. Kreis drücke! Go! Da! Anscheinend war noch einer unter seinem Fuß. Ohne Kommentar.
So. Von. Autsch. Gern geschehen, räudiger Köter. Sehen wir in der Kammer von ihm nach. Okay. Nun gut. Wo sind die Tier? Sag mir, dass es unten im Wasser ist oder so. Da ist... Wie? Sie reagiert nicht mehr. Das ist noch nie passiert. Du sagtest, ich soll dir vertrauen. Und wir haben dieses Ding befreit. Großvater bringt mich um. Wir müssen hier weg. Komm schon. Oh, halt doch deine Backen. Einen Weg zurück nach Asgard finden. Okay, was kommt Flut, mit? Warte! Vielleicht haben wir es übersehen, vielleicht ist es hier irgendwo. Flut, Flut, alles wird gut. Wie kannst du das sagen? Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, bringe ich es in Ordnung. Ich finde das Teil. Junge, die geht mir ein bisschen auf die Eier, muss ich sagen. Du unfassbar! Unfähiger Volltrottel! Du weißt, dass das Ding Löcher zwischen den Welten reißt, ja? Tja, ich hätte wohl auch nichts anderes erwarten dürfen von einem Halbblut. Nenn mich nicht Halbblut! Ich werde dich nennen, wie es mir gefällt, Kleiner. Lass ihn in Ruhe. Es war ein Fehler. Nein! Der Fehler war, dich glauben zu lassen, dass du schon bereit wärst. Du hast ihm geholfen, oder? Auf wessen Seite stehst du überhaupt, Püppchen? Find es doch heraus. Oh. Und was willst du jetzt genau unternehmen? Weißt du, jeder hier nimmt Rücksicht auf dich, denn sie fürchten sich vor deinem Vater. Doch ich nicht. Dieser fette, betrunkene, nutzlose Versager! Hey! Nochmal! Ja, ja, die Dummheit fällt nicht sehr weit vom Stamm. Na dann mal los! Versuch dein Bestes. Du hast noch viel zu lernen, Kleine. Als erstes, wer deine Familie ist und wer eben nicht. Warte nur, bis ich eine Walküre bin. Oh. Du glaubst tatsächlich, der Allvater würde dir das erlauben? Bitte, lass doch dieses kleine Wiesel nicht deine Wahnvorstellungen noch unterstützen. Es reicht! So knapp. Stopp! Er will dich nur wütend machen. Herr? Das hat er. Wow! Ihr Kinder seid ermüdend. Seid ihr jetzt fertig mit eurem kleinen Trotzanfall? Dann sollten wir gehen. Ich kann es nämlich kaum erwarten, wie ihr diesen Riesenschlamassel dem Allvater erklärt. Oh, das wird einfach großartig. Hugen! Verdammt, er ist nicht hier. Vielleicht im Arbeitszimmer. Oh Mann, der wird durchdrehen. Vater wird mir helfen. Nachdem der Altvater ihn mit eingezogenem Schwanz weggeschickt hat. Vor allem, weil du Pfeife uns begleiten solltest. Und du, Loki von den Jötnar. Deine Inkompetenz verfolgt mich. Sie hält mich nachts wach. Wenn du meinst... Nein, im Ernst. Ich finde die Nuancen und Abstufungen deiner Unfähigkeit fast schon...
Wenn wir deine Nutzlosigkeit als Brennstoff nutzen könnten, könnten wir die ganze Stadt beheizen. Gut, ich bin schuld. Aber lass sie da raus. Ich brauche deine Hilfe nicht. Verzeih. Spar dir das für den Allvater. Mhm. So, ist er wenigstens hier? Ah ja. Wir haben viel zu besprechen. Loki, ich komme zu dir, wenn ich hier fertig bin. Dauert nicht lang. Na gut. Hm. Na denn? Meine Mission verlief recht gut, Allvater. Der beschworene Gegenstand ist da. Die Maske hingegen... Nun ja. Ich weiß, dass du zuhörst, Loki. Es dauert nicht lang. Geh bitte. Schade eigentlich. Hätte ja klappen können. Vielen Dank auch. Throat, ich will es nicht hören. Alles war gut, bis du aufgetaucht bist. Ich mach's wieder gut. Mhm. Ich schwöre. Alles war gut. Was bist du eigentlich für die blöde Kuh, ne? Meine Fresse da. Oh, was ist hier wieder? Sie hasst mich, Thor. Mein kleines, du kannst mich nicht länger hintergehen. Sie hinter meinem Rücken ausbilden? Sie wird das tun, was sie will. Sollte ich nicht wenigstens helfen? Wissen, wohin sie geht? Ob sie aufpassen? Nein, ich will, dass wir zusammenarbeiten. Ich will, dass du einmal hinter mir stehst. Du ruinierst das bisschen Beziehung, das mir mit ihr noch bleibt. Ich tue mein Bestes, um diese Familie zusammenzuhalten. Wenn dem so wäre, dann würdest du dich deinem Vater endlich mal widersetzen. Du hast recht. Liebster. Nein. Du hast recht. Was bin ich für ein Vorbild? Das Einzige, was ich dieser Tage schaffe, ist wohl, alles um mich herum zu zerstören. Wir brauchen dich einfach hier. Ich brauche dich. Allein schaffe ich das nicht. Okay. Nehme ich zur Kenntnis. So, was ich hab's verbockt. In solchen Momenten fehlt mir zu Hause. Ingrid, hast du ein Zuhause, bevor du herkamst? Jemand, der sich um dich gekümmert hat? Das klingt wie ein Ja. Vielleicht kann ich dir helfen, sie zu finden. Ohne es zu vermasseln. Na, klingt das gut? So, flop. Darf ich reinkommen? Ich habe gehört, was Heimdall gesagt hat. Ich würde es gern von dir hören. Was war los? Es war nicht da. Ich lag falsch. Tja, wir alle machen Fehler, Junge. Doch Garn befreien. Das war ein großer. Chaos breitet sich bereits in den anderen Welten aus. Wir sind sicher, hier in Asgard. Doch überall sonst? Ich glaube, ich will jetzt nach Hause. Na schön, wenn du das willst. Ich habe dir schon gesagt, du bist kein Gefangener hier. Du entscheidest, geh, denke nach. Sicher kommst du wieder. Doch bevor du gehst, brauche ich die Maske zurück. Nicht, dass ich dir nicht trauen würde. Du verstehst, es ist eine Gesellschaft. Oh, und Ingrid? Bitte, ich muss gehen. Und Loki, wenn du dich bereit fühlst, unsere Arbeit hier wieder fortzuführen, dann wird dich Hugin in deinem alten Haus erwarten. Du lagst falsch, aber dennoch bist du hier weiterhin willkommen. Oh.
Und sag Hallo zu Mimir von mir. Dass ich mal so froh sein würde, zurück zu sein. Okay. Garm. Ich weiß, dass ich bei dieser Kreatur einen großen Fehler gemacht habe. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich einfach nur einen angeketteten Wolf in einem schlechten Zustand sah. Ich dachte, dass er glücklicher oder vielleicht sogar ein Freund werden könnte, wenn ich ihn befreite. Wie hätte ich auch nur ahnen können, dass er Welten aufreißen und absolutes Chaos anrichten würde? Ich weiß, dass er sehr verletzt worden sein muss und Tiere sind gefährlich, wenn sie leiden. Aber ich wünschte, er hätte sich von mir helfen lassen. Jetzt weiß ich nicht, was mit ihm geschehen wird oder mit uns allen. Wenn du bleibst, so, musst du vielleicht eine Weile warten. Hm? Ah. Natürlich. Aua. So, komm ran hier. So, Rems, weg. Ich sollte schnell zum nächsten Tor. Odin hatte recht. Garm befreien. Wie konnte ich es so vermasseln? Mal gucken, ob das wirklich ein Fehler war. Wird sich ja noch rausstellen, ne? Also dann. Ich werde ihm gegenübertreten. Diesmal laufe ich nicht weg. Mhm. Gut. Fast zu Hause. Es ist gut. Alles wird gut. Da bin ich nicht von überzeugt. Nein, nein, nein. Was ist denn hier Phase? Du bist es. Warte. Du bist es. Kleiner, kommst wie gerufen. Hörte mal was, ja? Atreus, pass auf! Wo ist Vater? Der versucht, dich zu finden. Kann das warten? Wir werden hier angegriffen. Ah, ist ja gut, ich seh's. Es nimmt kein Ende. Ich muss den Weltenriss schließen. Atreus, halt sie mir vom Leib. Ich tu, was ich kann. Leister, Junge! Au! Au! Okay, das war ein Fehler, die Eismauer einzureißen. Au! Hey! Auf damit! Ja, ist gerade ungünstig. Moment. So, den mal kurz einen auf den Arsch donnern. Sag mir wann! Laisa Riva. Laisa Riva. Oh. Laisa Riva. Natürlich. Ah. Vater! Hoch mit dir. Hilf Freya, ich werde sie ablenken. Oh yeah! Oh baby, Alter! Boah! Gelheimläufer am Spieß, ey. Voll. Alter. Alter, jetzt hab ich auch die Faxen dicke hier. Mann. Mann, bleib hier. Wow. Okay.
Ist es vorbei? Trotz deiner Untätigkeit. Wo ist Atreus? Atreus? Hat der Ausreißer all das hier mitgebracht? Jetzt halt still! Ich sag doch, das ist nichts! Oh, du blutest. Heul nicht so rum! Was ist passiert? Ich bin schuld. Die Hehlläufer sind überall. Überall. Das ist nicht deine Schuld. Doch ist es. Da war ein Wolf in Hehl. Er war in Ketten und ich hab ihn befreit. Ich dachte, wenn... Garm! Ach, verdammt, Junge! Garm ist frei! Garm? Garm wurde befreit? Das ist Wahnsinn, aber doch nicht von dir, Kleiner. Wenn der Hund von Hehl frei ist, zerstört er das Gefüge der Welten. Hehlläufer sind erst der Anfang. Wie konntest du nur? Ja, das einen Fehler zu nennen, wäre noch untertrieben. Was trieb dich zu so einer Tat? Ist das Lokis Werk? Genug. Lasst ihn. Atreus hat einen Fehler gemacht. Wir werden ihn gemeinsam beheben. Toll. Wenn es euch nichts ausmacht, bleibe ich hier. Ich hab die Nase voll von Helheim. Ein Problem. Ich kenne keinen Weg zurück nach Helheim. Frag mal das Eichhörnchen. Ich muss sofort mit euch sprechen. Auf der Stelle. Oh, was hat er denn hier? Was los, Eichhörnchen? Herrschaften, entschuldigt meinen schroffen Ton. Aber was zurzeit in Helheim passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Ich muss darauf bestehen, dass ihr sofort etwas dagegen unternehmt. Ich bitte dich, kehre sofort nach Helheim zurück und mach das, was du getan hast, rückgängig. Oui, mon General. Junge, ist ja gut. Und breches Eichhörnchen. Tu es nie wieder.